Guten Morgen, meine Lieben. Ich kann auch nicht so ganz laut sein, weil hier noch ein paar schlafen. Aber es ist kurz vor acht, viertel vor acht oder so. Und ich mache schon Frühstück, bin schon wieder wach, weil ich heute nämlich die Anja treffe. Ich weiß nicht, ob ihr die doch kennt. Mit der habe ich in Surfers eine Zeit lang zusammengearbeitet. Und die ist anscheinend jetzt irgendwie hier und wir treffen uns heute in Nusa am Strand, gehen wahrscheinlich einen Kaffee trinken und ja, davor gibt es erstmal Frühstück. Das war jetzt auch kein Porridge drin, aber der blubbert auch schon viel vor sich hin. Ich freue mich schon. Ich habe gestern Nacht eigentlich sau gut geschlafen, weil ich meine zweite Decke geholt habe. Weil es bei uns im Zimmer so kalt ist, die haben die Klimaanlage so hoch gedreht und irgendwie kann man sie nicht ausschalten. Und ich habe ja eine Decke oder so Bettlaken mitgenommen von zu Hause, was genauso dünn ist wie die Decken hier. Und die habe ich einfach über meine und dann war ich schön mollig warm gestern Nacht. Das war echt toll. Also ich bin froh, weil ich habe mir in Surfer schon überlegt, ob ich sie einfach aus meinem Rucksack raus tun da lasse. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, ne? Ich bin jetzt in Main Beach angekommen, wo ich mich gleich mit der Anja treffe. Und dann mal kurz. Vielleicht gehen wir einen Kaffee trinken oder quatschen einfach ein bisschen. Aber ja, voll cool. Die treffe ich jetzt. Ich habe heute eigentlich nichts mehr Spannendes gemacht. Außer ein bisschen gelesen, Videos geschnitten. Naja, nicht wirklich. Also das alte, was ich neulich geschnitten habe, musste noch formatieren und hat ewig gedauert. Dann habe ich Videos angeguckt. Und jetzt koche ich gerade und rufe jetzt meine Omi an und telefoniere währenddessen mit der. Ich habe ja den einen Holländer wieder getroffen, den ich bei Rachel getroffen habe oder kennengelernt habe. Und mit dem wollte ich eigentlich diesen Coastal Walk machen im Nationalpark und den Sonnenuntergang angucken, habe ich aber dann nicht, weil ich Hostel und Bus da irgendwas klären musste. Und dann sind die auf jeden Fall von zurückgekommen und dann habe ich doch nicht mit meiner Omi telefoniert, sondern bei Bangkok hat es nicht funktioniert und danach habe ich mit denen gequatscht und saß bei denen noch ewig in der Küche. Bei mir im Zimmer schlafen alle und es riecht so eklig da drin. Also ungelogen, es riecht richtig eklig. Naja, und auf jeden Fall hatte ich noch einen schönen Abend. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich bei dem Gestank einschlafen kann. Es riecht richtig nach Stinkefuß, also so eklig. Aber naja, egal. Auf jeden Fall war es das für heute. Danke fürs Einschalten. Lasst mir vielleicht einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Vlog. Ciao, ciao!